Um soziale Gerechtigkeit und um das Gleichgewicht in der Umwelt geht es im folgenden Beitrag. Der Ausdruck Nachhaltigkeit mag ein wenig abgedroschen klingen, immer noch aber ist damit am besten zu umschreiben, worum es bei Initiativen wie dem interdisziplinären Symposium Sparkling Moments geht, das kürzlich in Wien stattgefunden hat. Salopp gesagt war die Frage, wie leben, damit die Erde in 200 Jahren auch noch steht. Beteiligt daran haben sich Vertreterinnen und Vertreter von NGOs, Wissenschaft, Forschung sowie aus dem Sozial- und Umweltbereich. Dazu eingeladen haben unter anderem die Caritas und die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Johannes Kaup war für Praxis dabei. So ist, dass es in 200 Jahren auch noch existieren kann. Wie können wir zu einem Systemwandel beitragen, der ein zukunftsfähiges, friedvolles und gerechtes Leben innerhalb ökologischer Grenzen ermöglicht? Fragen wie diese wurden bei der Veranstaltung Sparkling Moments unter reger Beteiligung junger Menschen diskutiert. Die Ausgangslage ist bekanntlich alles andere als rosig. Erst kürzlich haben die 6000 Wissenschaftler des Weltklimarats in einem dramatischen Appell radikale Veränderungen unseres Wirtschaftssystems eingefordert. Um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, brauche es diese Veränderungen sofort. Die Übernutzung natürlicher Ressourcen ist die Folge eines konsumorientierten Lebensstils in den industriell entwickelten Gesellschaften und dem damit verbundenen Wachstumszwang. Doch woher kommt das? Eine wesentliche Ursache dafür könnte die schrumpfende Beziehungsfähigkeit in der Gesellschaft sein und die Abkopplung von Natur überhaupt. Diese Ansicht ist die Biochemikerin Marion Jarosch von der Umweltanwaltschaft Wien. Sie sagt über die Idee des interdisziplinären Symposiums: Wenn unsere moderne Konsumgesellschaft und die hohe Priorität, die Konsum in unserer Gesellschaft einnimmt, zurückzuführen ist, zumindest teilweise auf eine mangelnde Beziehungsfähigkeit in unserer Gesellschaft, dann müsste es doch im Umkehrschluss so sein, dass wenn wir unsere Beziehungsfähigkeit auf allen Ebenen versuchen gezielt zu fördern, dass dann die Wichtigkeit von Konsumprodukten eigentlich automatisch abnehmen müsste. Und deswegen war der Grundgedanke von Sparkling Moments, einen Diskurs anzustoßen, wie wir von einer stark konsumorientierten Gesellschaft zu einer stärker beziehungsorientierten Gesellschaft uns weiterentwickeln können. Sparkling Moments sind Schlüsselerfahrungen, die zu Veränderungen im Leben eines Menschen führen. Diese individuellen Momente brauche es für einen Systemwandel, sagt Jarosch. Aber zurzeit scheint unsere Gesellschaft mitten zwischen zwei Versuchungen festzustecken. Die eine kann man ein neues Biedermeier nennen. Man verschließt vor den riskanten Entwicklungen die Augen und will davon nichts wissen. Die andere Versuchung besteht darin, neue Mauern hochzuziehen, um sich emotional und physisch abzuschotten und nationalistisch weiterzumachen wie bisher. Für den Caritas-Präsidenten Michael Landau sind das gefährliche Irrwege. Wer die Augen öffnet, weiß, unsere Welt hat ein Stück weit Risse bekommen. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Wegwerfkultur. Papst Franziskus sagt, eine Wegwerfkultur, die Menschen und Dinge umfasst. Aber auch weltweite Ungerechtigkeit, all das ist eine Realität. Ich glaube, gerade Papst Franziskus macht deutlich, dass die Dinge miteinander zusammenhängen, dass die Sensibilität für die Lebenswirklichkeit von Menschen eben auch heißt, dorthin zu schauen, wo Umweltverschmutzung geschieht, wo der Klimawandel die zumeist am stärksten trifft, die ihn am wenigsten verursacht haben. Wir können als Einzelne und als Gesellschaft etwas zum Positiven verändern, wenn wir es verändern wollen. Doch am Anfang einer positiven Veränderung steht eine schonungslose Analyse des Problems. Wir haben uns von der Natur so abgekoppelt, dass wir sie nur mehr als Sache, als nutzbare Ressource verstehen. Dadurch haben wir vergessen, dass wir selbst Natur sind und unser Handeln immer in Wechselwirkung mit ihr steht. Das sagt Andreas Weber, Biologe und Philosoph aus Berlin. Interessanterweise kommt man auf dieser Spur dann wieder zu eigentlich alten Künsten der Lebensführung. Das findet man in vielen alten Religionen eigentlich, also Lebenshaltungen, spirituellen Traditionen, dass es ein fundamentales Element an Gegenseitigkeit gibt, auf die dieser Kosmos angewiesen ist, sagt Andreas Weber. Neben einem neuen Verhältnis zur Natur braucht es auch ein besseres Verhältnis zu uns selbst.
Der deutsche Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer nennt den modernen Menschentypus den Homo consumens. In seinem Buch Raubbau an der Seele zeigt er, warum Depressionen, Burnout-Krankheiten und der Gebrauch von Psychopharmaka so stark zugenommen haben. Diese Unzufriedenheit, die wird ja nicht erstmal als Depression erlebt, sondern die wird erstmal mit großer Anstrengung bekämpft. Und das nenne ich eben die manische Abwehr, dass halt die Menschen überzeugt sind, wenn sie sich nur genug anstrengen, wenn sie alles richtig machen, wenn sie sich kontinuierlich verbessern und optimieren auf allen Ebenen, dann sind sie irgendwann entspannt und zufrieden. Dieser existenziellen Unzufriedenheit und dem Verlangen nach immer mehr lässt sich etwas Positives entgegensetzen, und zwar schon in den Anfangsjahren unserer Entwicklung. Wenn Kinder eine sichere Bindungserfahrung durch feinfühlige Eltern machen können, entwickeln sie ein besseres Selbstwertgefühl und können mit kritischen Lebensereignissen auch besser umgehen. Das sagt der Entwicklungspsychologe Gottfried Spangler von der Uni Erlangen. Ich denke, dass gerade in Zeiten von Angst, von Krisen ein wichtiger Punkt sein könnte, der mit Bindung zu tun hat, dass man mit einer sicheren Bindung auch zunächst mal auch lernt, eigene Gefühle wahrzunehmen, die zu bemerken und diese aber dann auch zum Anlass zu nehmen, um sich Gedanken zu machen. Also damit Bewältigungsstrategien aktiviert werden, dass ich in der Lage bin, angebotene Unterstützung anzunehmen. Ein gesellschaftlicher Wandel braucht eine kritische Masse an Menschen, die nicht von Verzichts- und Verlustängsten getrieben sind, sondern eine Vision eines guten Lebens mit wenig Ressourcenverbrauch anstreben. Solche Visionen eines nachhaltigen Lebens entwickelt die aus dem Iran stammende Verfahrenstechnikerin Mashit Sotoudeh. Sie vernetzt dazu Jugendliche und Experten in Prozessentwicklungen miteinander. Mashit Sotoudeh arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nachhaltige Entwicklung sagt, dass es drei Säulen braucht. Die Säule der Forschung, Wissen generieren. Die Säule, dass diese Forschung auch in der Bildung etabliert wird, also die Lehre. Und dann die gesellschaftlichen Aktionen. Und wenn Sie auch in der Maßnahmen sehen, in all unsere Projekte, kommen wir am Ende dazu, dass eine Strategie nicht nur durch politische Maßnahmen einen Erfolg findet. Es braucht auch eine Maßnahme auf der gesellschaftlichen Ebene, also Zivilgesellschaft. Und es braucht auch die freie Kräfte für Innovation in der Gesellschaft, die Kreativität. Soziale Innovationen für ein zukunftsfähiges Leben haben immer klein begonnen, durch Einzelne, die sich dann vernetzt haben. Dazu sei die Caritas selbst ein Beispiel, meint ihr Präsident Michael Landau. Viele unserer Dienste, wenn ich etwa an die Gruft denke, haben ganz klein begonnen, mit einzelnen Menschen, die hingeschaut haben und nicht weggesehen. Ich bin überzeugt, es kommt immer auf Einzelne an, auf Menschen, die bereit sind, dort, wo sie stehen, als Christ würde ich sagen, wo Gott sie hingestellt hat, das zu tun, was sie können, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und gemeinsam können wir viel bewegen. Sagt Caritas-Präsident Michael Landau am Ende des Beitrags von Johannes Kaup. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe der Praxis. Danke fürs Zuhören, sagen Sabine Heiner für die Technik und Judith Fürst im Namen der Redaktion und wünschen Ihnen noch einen anregenden Nachmittag mit dem Programm von Österreich 1.